Die Reichen wollen den Armen helfen. Dieses Signal wollen die G8-Staaten zum Abschluss ihres Gipfels in Italien aussenden. Gemeinsam mit anderen Gipfelgästen wollen die 7 wichtigsten Industriestaaten und Russland nachhaltige Landwirtschaft in den ärmsten Ländern fördern und so die weltweite Ernährung sichern. Wir haben die Genugtuung, das aufstocken zu können, was wir Initiative von L'Aquila für die Nahrungsmittelsicherheit genannt haben, und zwar von 15 auf 20 Milliarden Dollar innerhalb von 3 Jahren. Die umgerechnet gut 14 Milliarden Euro reichten aber bei weitem nicht, moniert die Hilfsorganisation Oxfam. Im Atomstreit mit dem Iran wollen die G8 nach den Worten von US-Präsident Barack Obama nicht ewig auf ein Einlenken Teherans warten. Gastgeber Silvio Berlusconi schlägt in dieselbe Kerbe. Sie haben unsere entschlossene Erklärung gegenüber dem Iran gesehen. Wir sind überzeugt, dass der Iran auf keinen Fall an die Atombombe kommen darf. In einer Schweigeminute gedenken die Staats- und Regierungschefs der Opfer des Erdbebens von L'Aquila im April. Die grundsätzliche Kritik an dem Gipfeltreffen verstummt so rasch nicht. 8 Staaten, das erscheint einfach zu wenig, um die großen Probleme der Welt gemeinsam anzupacken. Neues zentrales Forum, so Bundeskanzlerin Angela Merkel, könnte die G20-Gruppe sein. Dazu gehören neben den G8 aufstrebende Länder von China bis Australien.